So, herzlich willkommen nochmal. Wir sind heute bei unserem öffentlichen Working Out Loud Zirkel Nummer 4. In der letzten Woche hat es leider nicht geklappt. Deshalb holen wir die Nummer 4 diesmal nach. Und wir arbeiten nach der Anleitung, nach den Working Out Loud Circle Guides aus der Version 4.01, die alle für jedermann nachlesbar auf der Seite workingoutloud.com zu finden sind. Dort findet man die englische Version und darunter glücklicherweise auch die deutsche Version, sehr aktuell übersetzt. Heute ist das Thema des Working Out Loud Circle Nummer 4 Aufmerksamkeit erregen, und es geht insbesondere um Empathie dabei. Und wir fangen wie immer an, kurz zu reflektieren, was ist passiert seit dem letzten Working Out Loud Circle. Vielleicht machen wir mal so kurz die Runde mit jedem von euch. Antje, wollen wir mit dir anfangen? Gerne. Was ist passiert? Also jetzt bezogen auf den Working Out Loud Circle, finde ich, dass man noch mal darüber nachdenkt, intensiver, auch was so empathische Sachen betrifft. Also ich finde ja, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, es ist auch so schade, dass man ja heutzutage nicht mehr die Autotür von jemandem öffnen. Einfach so Kleinigkeiten, weil früher hast du ja automatisch da aufgeschlossen, jetzt hast du diesen Schnappverschluss und so weiter, das geht nicht. Und ich habe letztens noch mal gedacht, es gibt auch eine ganze Menge die Menschen, die genau das Gegenteil bewirken, als wir vor ein paar Tagen Erde vor die Tür gekippt gekriegt haben für eine Nachbarin, die bei uns immer durch den Garten geht. Und da war der Busfahrer so erbost durch denjenigen, der die Einfahrt oder sowas blockiert hat, dass er den Fahrgast, den einen, nicht mitgenommen hat. Und der fluchte dann und sagte, mein Zug, mein Zug. Und ich musste schon, bin draußen rumgelaufen, mit Nachthemd mehr oder weniger. Ich hatte mir nur was drüber geschoben, weil der Fahrer mit der Erde schon früher da war. Und dann habe ich nachher noch diesen Herrn zum Bahnhof gefahren, inklusive wieder eben immer noch ein Nachthemd, was sehr lustig war. Und dann habe ich nur gedacht, es ist ja letztlich, also ich meine, ich bin vom Typ her so, aber es ist einfach wirklich, was ja einem Freude macht. Es war total schön. Also letztlich hat sich dann der Herr gefreut, ich habe mich gefreut, mein Mann hat sich gewundert, warum fährt die mit dem Nachthemd ohne Handy durch die Gegend mit einem bildfremden Typen. Also es war letztlich ein total lustiger Tag und ich hatte immer was zu erzählen. Ja, sehr schön. Simon. Ja, na, bei mir war auch recht spannend. Ich habe ja vielleicht kurz nochmal das Ziel. Ich habe ja als Ziel im Working Out Loud Circle dieses Modell von Garvin und mit der ISO 9001 zusammenzubringen und da sozusagen einen Top-Down-Ansatz der lernenden Organisation draus zu entwickeln. Und ich habe mal so die ersten zwei Leute auf meiner Contribution-List einfach mal zum Mittagessen getroffen und habe ihnen das gezeigt und habe da direkt das Feedback gekriegt, dass das total unsexy ist und dass man das so nicht verkaufen kann und also verkaufen im Sinne von platzieren kann. Und dann über mehrere Kaffee und Gespräche und so weiter ist dann eigentlich eine Idee gekommen, die noch viel größer ist und wird. Also das heißt, die Idee, die da rausgekommen ist, ist quasi Lernorganisation wie so eine Art Betriebssystem oder Organisationssystem zu sehen. Und so haben wir das jetzt auch schon angefangen umzusetzen, nämlich LernOS als Betriebssystem für lernende Organisationen. So die Idee, dass sich das so ähnlich wie beim Betriebssystem auch als so eine Schicht auf die Hardware legt. Also die Hardware einer Organisation werden halt so bestehende Abteilungen, Rollen, Stellen und so weiter. Und daran muss man sozusagen andockfähig sein, muss da so ein Lernsystem in die Organisation bringen und dann über so verschiedene Apps, die man installieren kann. Das ist da die Metapher und sowas wie Working Out Loud oder Barcamps wären in dem Kontext eine App. Kann man dann quasi sozusagen mit dieser bestehenden Organisation interfacen. Und das hat jetzt bei der Handvoll Beteiligten schon so viel Euphorie erzeugt, dass es da mittlerweile ein Logo gibt und eine kleine Webseite gibt und eine erste Sammlung von 20 Apps und ein dreiseitiges Handbuch, also so ein Ausgangspunkt für so ein kleines Buch. Und ja, das wäre jetzt in der nächsten Runde einfach dann nochmal mit den zwei Leuten ins Feedback geben, mit der Fragestellung halt, ob das so sozusagen anschlussfähiger ist. Und ich muss quasi auch mein WOL-Ziel dann da nochmal ein bisschen anpassen und schleifen, weil das so jetzt nicht mehr genau passt.
Hey, das klingt ja ganz fantastisch. Das ist ja richtig schön, ja. Winfried, was ist denn bei dir Ja, passiert? nach so einem Streber wie Simon ist es immer total schwer. Da sieht man zwangsläufig Scheiße auch. Nein, bei mir ist das aber auch gerechtfertigt. Ich muss eigentlich immer noch sehr viel mehr tun. Ein wichtiges ist jetzt, dass ich diesen USB-Stick habe. Deswegen höre ich euch perfekt und ich hoffe, ihr hört mich auch. Also die technische Infrastruktur steht. Übrigens, letzte Woche fand ich das eigentlich ganz gut, was wir gemacht haben. Also auch diesen Zwischeneinschub mit der größeren Gruppe. Ansonsten hatte ich ja die kühne Idee, mein Thema einfach mal zu wechseln und hatte die Vision, wie komme ich in den Vatikan? Ich glaube, der Simon hat da auch schon eine Idee und ganz viele haben mir da schon mal zugetragen. Aber dann dachte ich, das lässt sich so auf das Schlussgerade vielleicht doch nicht so gut implementieren. Deswegen bleibe ich dann doch bei Transformation at Scale, also quasi dieser Transformation. Wie kriegt man das über die Organisation hinaus, insbesondere jetzt mal am Beispiel HR? Muss dann aber dann tatsächlich sagen, dass ich viel weniger getan habe, als ich wollte. Und ich habe da so ein bisschen diesen Manjana-Ansatz und den muss ich jetzt überwinden. Also diese Woche muss ich halt dann intensiv dran arbeiten. Dafür habe ich aber was bei Simon beizusteuern. Hier gerade dieser Betriebssystemgedanke, der ist ja jetzt auch in diesem ganzen Thema New Work, war das halt ganz spannend. Der Stefan Grabmaier, Haufe, diskutiert das ja oft mit dem Haufe-Quadranten und dem Betriebssystem für New Work. Ich habe am Wochenende auch etwas zu fraktalen Plattformen geschrieben, so Ökosystemplattformen. Weil ich glaube auch, was ganz wichtig ist, ich habe einen Artikel geschrieben über Event 4.0. Man muss gucken, dass, deswegen finde ich deinen Top-Down-Ansatz ganz spannend, weil bei unserer New Work-Diskussion gab es auch so ein bisschen Schlammschlachten zwischen Top-Down und Graswurzel. Ich glaube, was die große Kunst ist, dass man solche Einzelelemente dann wieder vernetzt denkt und zusammenwirken lässt. Und am besten halt auch letztendlich auf so ein Ziel hin steuern lässt. Also insofern, ich finde dein Thema total spannend. Also wenn aus meinem Thema nichts wird, schließe ich mich einfach deinem Thema als Unterarbeitsgruppe an. Dann Ja, kann ich auch. mir graut auch schon so ein bisschen, weil ich sag mal, der härteste Kandidat auf meiner Contribution-Liste ist der Carsten Ehms von Siemens. Der ist nämlich, mit dem haben wir schon mal über von Kotter dieses Dual Operating System gesprochen, und der ist ja eigentlich Psychologe vom Ausgangspunkt, und der sagt halt, es ist fatal, irgendwie so eine Betriebssystemmetapher auf Menschen anzuwenden. Deswegen Ganz habe viele ich es auch Köpfe. in der Auflösung sozusagen, heißt das OS bei LernOS Organisationssystem für lernende Organisationen, nicht Betriebssystem. Und wir haben so eine kleine Checkliste schon mal mit Literatur angelegt, so The Science Behind quasi. Und da gibt es ein Papier von Nonaka, das nennt sich Middle-Up-Down-Management. Und das ist quasi die Idee, dass du Initiativen top-down anfangen kannst zu treiben, du kannst sie bottom-up anfangen zu treiben, oder du kannst sie eben, er nennt es Middle-Up-Down, treiben. Das heißt, du hast eine interdisziplinäre Koalition von Menschen aus einem mittleren Management, die einfach was verändern wollen. Das ist so ein bisschen in der Nähe von Guiding Coalition bei Kotter. Und das haben wir eigentlich alles drei reingedacht. Also du kannst sozusagen die LernOS-Installation beim Individuum anfangen, einer geht voran. Du kannst es als Top-Down-Initiative machen, du kannst es aus so einer Guiding Coalition-Position machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da kompatibel ist, weil so in der einen Organisation hat man vielleicht das Glück, dass sowas Top-Down losgeht, in der anderen ist es Graswurzel, wie du sagst, in der anderen hast du in HR und in IT zwei mittlere Führungskräfte, die sagen, wir verbünden uns, und irgendwie zu allen muss man anschlussfähig sein, glaube ich. Genau, also das war auch bei uns am Schluss so das Ergebnis, nicht das Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Aber diese Anschlussfähigkeit, das ist halt dann, glaube ich, dann nachher die Challenge. Wie geht die Graswurzel, wie fließt die dann in den Gesamt-Top-Down-Konstrukt ein oder umgekehrt, wie mobilisiert man von oben kommend? Also insofern sehr spannend. Wenn das Operating System nachher zu viele Akzeptanzprobleme, Ökosystemplattform, das hört sich total nach Peace, ne? Seht ihr meinen Peace? Ich sehe den. Jetzt wird aber ja gerade, jetzt werden ja gerade Gesetze gegen Plattformisierung gemacht. Also da wirst du dann ein Ja, paar weil Gesetze die meisten verbrochen. Plattformen sind keine Ökosystemplattformen, sondern das sind Das halt stimmt. nicht monopolistische Strukturen, die auch meiner Meinung nach viel zu sehr übergehypt werden, ohne dass man mal
Sie kritisieren, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Also insofern auf jeden Fall total spannend. Man kann bei euch auf der Seite sich das dann auch schon mal angucken. Noch nicht irgendwie Navigation eingehangen, weil das wirklich sehr, sehr rough ist, aber ich kann mal den Link einfach in Chat posten. Also wer mag und Feedback geben will, gerne. Ist aber, muss man im Hinterkopf haben, sehr, sehr beta, sehr 0-1ig sozusagen noch. Das ist noch nicht rund. Sind wir nicht alle ein bisschen beta? Perpetual beta. Okay. Ja, Winfried, dann bin ich ja froh, dass du auch noch nicht so viel getan hast. Bei mir ist auch noch nicht viel passiert. Ich bin ja auch erst seit kurzem wieder einigermaßen fit und kann wieder so einigermaßen sehen. So ganz in Ordnung ist es noch nicht. Und insbesondere das Nacharbeiten des Corporate Learning 2025 Mookathon hat mich natürlich Tage gekostet, um ein bisschen mitzukriegen, was da jetzt wirklich lief. Aber mein doch recht kleines Ziel gegenüber euren großartigen Zielen war ja, 200 Corporate Learning Professionals, die noch nicht auf sozialen Medien sind, dafür zu gewinnen, es auch beruflich zu nutzen. Und in der Zwischenzeit habe ich aber ein paar Gedanken, wie man das so am besten angeht und wie man auch so ein paar Influencer nutzt. Und ich will das jetzt in der nächsten Woche wirklich ein bisschen ausbauen. Und ein paar Hinweise von einigen habe ich auch schon bekommen, sodass ich da ganz zuversichtlich bin, das irgendwie hinzukriegen. Ja. Hast du denn einen Zähler, auf dem du das irgendwie trackst? Wie viel? Nein. Das ist noch eins der Probleme. Also es geht nur mit freiwilligen Meldungen, dass Leute sagen, okay, ich bin jetzt auch dabei. Ne? Also ansonsten kriegen wir das nicht so richtig raus. Wer da sich vielleicht heimlich irgendwo anmeldet, das kann ich leider nicht nachvollziehen. Aber ich hoffe mal, es wird so sein, dass die Leute dann auch sagen, ich bin stolz drauf, ich will jetzt anfangen und ich will wenigstens erstmal einen Account eröffnen, um zunächst mal mitzulesen. Die werden dann noch nicht gleich aktiv sein, das ist ja das Problem, dann hätte man es leichter mit dem Nachlesen. So, jetzt schlägt John Stepper die erste Gruppenübung vor. Er nennt diese Übung das Posteingangs-Empathiespiel. Und er beschreibt hier, worauf es eigentlich ankommt, wenn man mit anderen Kontakt aufnimmt. Und er sagt, wir sollten uns mal ein paar Beispiele überlegen, wo so deutlich wird, dass derjenige, der uns angeschrieben hat, nicht so richtig empathisch war. Also empathisch so im Sinne von sich in die andere Person hineinversetzen und zu überlegen, was der Person eigentlich hilft oder was der Nutzen für diese Person ist und nicht bloß den eigenen Nutzen als derjenige, der was will, in den Vordergrund zu stellen. Und dazu sagt er, schaut euch mal eure E-Mails an, aber ich glaube, wir müssen uns nicht auf E-Mails beschränken. Ich glaube, da kann man in sozialen Medien auch ein paar Beispiele finden und möglicherweise auch mit Briefen oder sonst wo oder auch mit persönlichen Ansprachen, die wir so als Beispiel mal nennen sollten. Habt ihr da vielleicht schon eine Idee, was euch so in letzter Zeit mal aufgefallen ist, was nicht sehr empathisch war? Also, soll ich mal loslegen? Ja, leg mal los. Ja, also, wir bekommen ja immer wieder Anfragen nach Veröffentlichung und teilweise sind da auch sehr spannende Dinge dabei, vor allem, wenn man dann tatsächlich was originär Neues machen kann. Aber viele sind dann so einfach formuliert, wir sind die Allertollsten, hier haben wir einen Beitrag, den spammen wir jetzt in die Welt. Bitte spammt auch auf eurer Plattform, ohne dass man da letztendlich empathisch da Nutzen sieht. Jetzt nicht nur in dieser Anbahnungsphase, hatte ich jetzt vorgestern tatsächlich ein Erlebnis, was mich da auch so ein bisschen tatsächlich auch verärgert hatte. Wir machen ja jetzt die Blogparaden zu bestimmten Themen. Wir hatten jetzt eine zu New Work gemacht. So, und da haben wir immer gesagt, nehmt doch alle dran teil und wir fassen das dann auch zusammen und veröffentlichen das auf der Huffington Post und so weiter. Aber haben immer gesagt, dann verweist aber auch wiederum zurück und sagt, wer das macht und so weiter. Und der Thomas Fehmeier sagt, Credits, alles ist Credits und das wäre total wichtig. Und da war es halt dann so, dass dann doch das eben in vielen Fällen nicht so gemacht worden ist. Und das fand ich halt dann so ein bisschen unempathisch, weil so etwas funktioniert davon, dass letztendlich jeder auf die Beiträge von allen verweist und nicht nur letztendlich sich daran hängt in so einen Schwung.
Und ich glaube, das ist auch so ein Grundthema. Man muss tatsächlich diese Sensibilität für diese Win-and-Win und für das Denken an die Interessen der anderen schärfen. Und das habe ich dann halt erlebt, dass das nicht unbedingt immer der Fall ist. Wobei ich da gar keine Boshaftigkeit unterstellen möchte. Manchmal, glaube ich, muss da einfach eine Sensibilisierung stattfinden. Also der Thomas Fehmeyer hat dann, mit dem hatte ich das besprochen, hat gesagt, zum Beispiel Credits. In den amerikanischen Filmen wäre das ganz typisch manifestiert. Da käme immer ein minutenlanger Abspann und da wurde auch noch dem letzten Assistenten des Kameramanns wurde gedankt, damit sie nachher ganz stolz sind und beim nächsten Mal wieder motiviert sind, weil sie da entsprechend erwähnt werden. Ja. Und das sind eigentlich ja ganz kleine, unwichtige Dinge, aber sie signalisieren halt dann doch schon letztendlich wechselseitige Wertschätzung und Empathie oder nicht. Ja. Ich erlebe das öfter auf Xing, neulich leider auch auf LinkedIn. Da kommt eine Kontaktanfrage für Herr Pape. Ich verfolge Sie schon seit einiger Zeit und würde mich freuen, wenn ich ein Kontakt von Ihnen sein könnte. Okay, ich habe zugestimmt. Kaum hatte ich zugestimmt, kriege ich eine Antwort. Oh, schön, dass wir jetzt vernetzt sind. Wir haben folgende Produkte. Wann kann ich Ihnen die mal vorstellen? Also das ist eine sehr plumpe Form von Kontaktaufnahme und natürlich, ich habe die Dame dann gleich wieder sofort als Kontakt gelöscht, denn so eine Art von Kontakten braucht man nicht. Ne? Hallo Karl-Heinz, ich sag Namen. Das ist nämlich genau das Beispiel, was ich eben gerade bringen wollte. Ach, Ragnar, grüß dich. Klingt ein Beispiel. Und was man aber da auch toppen kann, ist, wenn ich jemand auf Facebook anfreunden möchte und dann gleich 3 Minuten später mir einfach in die Chronik seine Werbung postet. Ja. Dann wird er sofort entfreundet. Ja. Ganz radikal. Da kenne ich gar nichts. Genau. Warte mal, fährst du gerade? Ja. Wo ich bin? Im Englischen Garten, München. Ach so, okay. Aber nicht mobil. Doch mobil, ja. So. Ist die, weil die Qualität schlecht ist oder gut ist? Wieso fragst du nach? Ich frage nach, nicht, dass die Konzentration nachher nicht beides managt. Hier mit uns zu sprechen und die Mobilität zu... Die Konzentration lässt erst ab dem zweiten Maß nach. Ich auf dem Weg zum Biergarten. Keine Sorge. Okay. Ja, dann schönen Dank für deinen Beitrag, Ragnar. Ja, aber da kennt ihr sicherlich sehr viel mehr Beispiele. Manchmal, also ich habe jetzt auch schon mehrmals eine Anfrage gekriegt als Blogger. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie folgende Veranstaltung auf Ihrem Blog veröffentlichen würden. Einfach so. Ich kenne die Leute überhaupt nicht, aber sie schreiben mich einfach an und haben so die Erwartung, auch ohne, dass sie irgendwie für mich bekannt sind, dass ich jetzt über ihre Veranstaltung einfach blogge. Also diese Idee, dass andere für einen Werbung machen, ist eigentlich schon sehr viel verlangt. Ne? Und ist ja dann gerechtfertigt, wenn man irgendwie schon zusammen ist und sagt, Mensch, klasse, ist wirklich eine tolle Veranstaltung, die entspricht auch so meiner inneren Einstellung oder sowas, dann würde ich mich dafür auch einsetzen. Ne? Aber so sich überhaupt nicht mit mir zu beschäftigen und so überhaupt nicht zu überlegen, was könnte denen bewegen, für uns irgendwie Werbung zu machen, finde ich auch schon ein bisschen dreist. Ne? Ja, ich glaube, das wichtige Schlüsselwort, was gefallen ist, war Spam. Ich glaube, man muss da auch einfach unterscheiden, ist irgendwas eine persönliche Ansprache und ist die empathisch oder nicht, oder ist es einfach Spam im Sinne von massenhafte Verbreitung von immer dem Gleichen. Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand irgendwie irgendwas verkaufen will, irgendein 0815-Krams, dann muss ich da irgendwie über Masse gehen und das streue ich halt in die Breite und ein paar Doldis klicken doch drauf oder kaufen es dann doch. Mhm. Aber die Leute machen dann halt da kein Customizing im Sinne von machen sich Gedanken über dich, die kennen dich gar nicht, die haben wahrscheinlich einfach nur deine E-Mail-Adresse irgendwo eingekauft oder aus dem Netz gescrapt. Und ich hoffe, dass da halt in Zukunft auch einfach die Spamfilter und so weiter besser werden, auch in sozialen Netzwerken, dass sowas halt erkannt wird, dass man sowas einfach wegblocken kann.
Ja. Weil die davon, ich glaube, davon könnte jeder von uns jetzt 100 Geschichten erzählen. Ich habe die Woche eine Domain neu registriert, da kriegt man auch irgendwie so 100, 150 E-Mails von irgendwelchen Webagenturen, die sich dann da empfehlen, diese Webseite zu machen, und die sind halt einfach automatisch irgendwo angeschlossen und bekommen mit, wenn jemand eine Webseite registriert. Und dann muss man sich da eine Regel anlegen und sagen, alles, was diese Domain enthält, einfach direkt in den Papierkorb schieben. Oder auch so Sachen, ich hatte so eine Story jetzt die Woche auch von der Konferenz, wo ich war, wo es ja eigentlich was Gutes ist, dass die Teilnehmerlisten verteilt werden, aber wenn du auf einer Konferenz bist, wo die Teilnehmerliste mit E-Mail verteilt wird, hast du halt auch immer ein paar schwarze Schafe dabei. In dem Fall hatte ich so eine Möbelfirma aus Hamburg, die irgendwie halt dann persönliche E-Mails schreibt und sagt, ob man nicht Vertrieb für ihre Sachen machen kann und da auch nicht nach dem ersten Mal dann aufgibt, sondern die Dame hat da irgendwie 4 E-Mails geschrieben, ob ich denn jetzt keine Zeit hätte und ob es wann anders besser passt, wo ich mir denke, wenn ich einmal sage nein und dann nicht mehr reagiere, dann ist irgendwann mal gut. Und das habe ich dann auch irgendwie nach draußen gepostet mit dem Namen der Firma und habe die auch bei uns auf die Blacklist gesetzt. Also mit denen werden wir nie Geschäft machen. Aber das, weiß nicht, wenn jemand in Masse streut, kümmert das den vielleicht auch nicht. Ne? Macht ihr denn sowieso mal eine Frage, was ich grundsätzlich bei meinen Xing-Kontakten oder sowas auch immer gemacht habe? Also man wird angeklingt und ich habe dann oft gefragt, wenn ich die Leute nicht kenne, was sie eigentlich von mir wollen oder so. Und dass ich gerne mit ihnen mich verzinge und dass wir doch mal wenigstens aber kurz vorher telefonieren. Und dann kam meistens nichts mehr dann von denen. Also ich habe bisher eigentlich alle Kontakte, die ich auf der Seite habe, sind wirklich persönlich. Wobei ich jetzt durch WOL oder sowas merke, dass es natürlich auch über thematische Verknüpfungen da was gibt. Aber die Leute, die da einen jetzt anxingen, sind ja sehr empathisch und da merkt man ja einfach, da gibt's einfach eine Verbindung eben so. Mhm. Also da bin ich das erste Mal, dass ich jetzt mal zurückgeklickt habe, obwohl ich die Leute persönlich nicht kennengelernt habe. Ja. Ich habe aber auch ein schönes, positives Beispiel. Mich hat neulich eine Studentin angeschrieben und die hat geschrieben, ich schreibe eine Masterarbeit über das Thema crossmediale Content Marketing Strategie, hat meinen Blog untersucht, hat mir und meine Social Media Aktivitäten und hat dort mir 8 Punkte aufgeschrieben, die ihr aufgefallen sind. Also er hat sich intensiv mit mir beschäftigt und ob sie mich dazu mal interviewen kann. Also da habe ich gedacht, Hochachtung. Wer sich so viel mit mir vorher beschäftigt, der kriegt natürlich dann auch eine Zusage, denn auch solche Anfragen sind ja sehr häufig. Ich mache hier eine Masterarbeit und habe mal eine Befragung, und wenn man sich die dann anguckt, dann wundert man sich manchmal, dass so wie die Fragen gestellt sind, auch kein vernünftiges Ergebnis bei rauskommen kann. Ja, wegen der Zeit sollten wir zum nächsten Punkt kommen. Jetzt schlägt John Stepper vor, eine Übung, errege jemandes Aufmerksamkeit. So im Sinne von, was könnte man einem aus der Kontaktliste empfehlen und mit welchen Worten? Also wie könnte man so empathisch auf den zugehen, ihm zu empfehlen? Zum Beispiel, er redet von TED-Talks oder von irgendwelchen anderen interessanten Beiträgen, die für die Person interessant sein könnte. Vielleicht. Ich habe das letztens schon gemacht und habe einer Redakteurin von der Brand 1, mit der ich Kontakt hatte, habe ich dann mal was über WOL geschickt. Mhm. Und hier über Corporate Learning. Natürlich, um auch nochmal an mich zu erinnern, weil ich lag in ihrem Schatzkästchen, hat sie gesagt. Und dann hat sie gesagt, ich habe eine neue Homepage, passtgut.com, und dann jetzt das auch. Es kam jetzt noch nichts zurück, aber ich muss sagen, ich bin auch, seitdem ich selber wirklich mehr und mehr merke, dass mir echt Mails durchgehen, weil sie einfach zu viele sind. Oder dann durch dieses Gespamme, was man ja permanent von Stefanie, weiß ich, Lut. Oh, jetzt ist Pau der irgendwie, also was da. Warte mal, mach mal nochmal, du warst weg. Ja, durch diese vielen Spam-Mails, die ja dann oft, also ich lösche manchmal Sachen und kriege dann im Nachhinein mit, dass ich versehentlich wirklich Sachen gelöscht habe, weil ich 10 Stück auf einmal versucht habe zu löschen und da war dummerweise eine dabei, die war echt. Und die wollte wirklich irgendjemand wollte was. Und das da bin ich deshalb etwas gnädiger, dass wenn ich auch mal Leuten was schreibe und es kommt einfach nichts,
dann sage ich auch zwischendurch einfach mal, ich klopfe nochmal an oder ich wollte nochmal leise anklopfen oder irgendwie sowas, weil es einfach auch untergeht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Also was ich ganz spannend finde, es wird ja hinten thematisiert, E-Mail versus Social Media. Also ich muss sagen, ich switche tatsächlich immer mehr Kommunikation, selbst private Kommunikation in offene Social Media. Also da wird es zwar am Ende grenzwertig, aber zum Beispiel die Ansprache oder die empathische Ansprache, ohne dass ich das jetzt methodisch als Methodik gesteuert mache, aber es ist natürlich viel einfacher, wenn man letztendlich sieht und auch so ein bisschen Opportunity driven, also gar nicht irgendwie planvoll, sondern einfach sieht, was der andere diskutiert, macht und tut. Oder selbst wenn ich bestimmte Ansprachen habe, dann mache ich das teilweise über Facebook mit dem Ad, tagge ich dann potenziell Interessierte und wenn sie darauf reagieren wollen, können sie darauf reagieren. Wenn sie nicht darauf reagieren wollen, müssen sie da nicht darauf reagieren. Also ich muss sagen, für mich, auch wenn mir das selber passiert, finde ich es jetzt eigentlich fast angenehmer, als wenn ich bei der E-Mail immer wieder rausgerissen werde. So sehe ich nach einer gewissen Zeit, ich habe jetzt 6, 7 Impulse, aber es ist wahrscheinlich individuell verschieden. Also ich muss sagen, dass ich es mittlerweile über die Kanäle sogar in beide Richtungen lieber habe, sowohl was meine Ansprache angeht, als auch die Ansprache an meine Person. Mhm. Ja, die sozialen Medien sind ein Stückchen unverbindlicher als eine E-Mail. Na, eine E-Mail. Und weniger verpflichtend auch umgekehrt. Ja? Ja. Also, es ist weniger aufdringlich und weniger verpflichtend. Man kann natürlich auch, wie eben gesagt, man irgendjemand im Facebook-Stream, ich glaube Simon, du warst das, wo dann direkt, oder Ragnar, wo dann direkt gepostet wird. Das kann natürlich auch passieren, aber ich finde, es ist weniger aufdringlich erstmal und ist auch unverbindlicher. Man muss nicht darauf reagieren. Bei einer E-Mail zum Beispiel sehe ich mich immer genötigt, wenn ich die Person kenne, auf jeden Fall darauf zu reagieren. Wenn ich irgendwo als einer von 5 getaggt werde dann und dann nichts dazu sage, dann ist das für mich auch okay. Mhm. Ja, das stimmt. Aber die Übung heißt jetzt ganz konkret, sich Formulierung zu überlegen für einen Beitrag an eine Person. Vielleicht sollten wir da jetzt einfach mal kurz die Übung machen und dann uns gegenseitig damit drüber verständigen. Ja, also wenn ich vielleicht noch nur einen Nachsatz sage, wie ich das zum Beispiel in Social Media mache, ich versuche da halt immer unter einem bestimmten Topic und auch mit einem quasi bestimmten Heilsversprechen dann auch nur gezielt diejenigen zu adressieren, die das interessiert. Ja, also zum Beispiel Gunnar und Lutz Becker, da weiß ich, dass sie sich für bestimmte Themen interessieren. Wenn ich dann etwas finde, nehme ich dann halt das als Link, aber direkt auch an die adressiert und mit dem entsprechenden Hashtag, sodass sie letztendlich fast on the fly das entsprechend mitbekommen können. Also ich versuche zu adressieren oder mir bewusst zu machen, wen interessiert das überhaupt. Und dann andererseits zum Beispiel auch von der Wahrnehmung, das so kurz oder prägnant zum Beispiel über die einleitenden Hashtags zu machen, dass das auch jeder für sich relativ schnell filtern kann, ob es relevant ist oder nicht. Mhm. Ob das Sinn macht? Noch hat sich keiner direkt beschwert. Aber wie ist das denn bei euch? Inwieweit kommuniziert ihr direkt auch in der ersten Ansprache dann letztendlich über die Social-Kanäle? Also insbesondere bei mir heißt Social ganz klar Facebook, zum Teil zunehmend LinkedIn, aber zum Beispiel nicht Xing. Ja, Xing ist bei mir auch nicht mehr oder sehr wenig. Ich muss sagen, gerade Working Out Loud hat ja viel damit zu tun, irgendwie neues Netzwerk zu gewinnen, an neue Leute ranzukommen. Und ich habe das Gefühl, diese sozialen Medien, das ist so ein bisschen so wie früher die Blogger-Szene war. Das sind halt sozusagen die Konvertierten unter sich. Mhm. Und die Leute, die man jetzt mit den neuen Themen ansprechen will, die sind da gar nicht oder noch nicht. Deswegen ist so, dass das Ziel, was Karl-Heinz hat, einfach auch mehr Leute auf diese Medien zu bringen, glaube ich, ein wichtiges. Aber ich muss feststellen, dass ich ganz viel
wenn ich jetzt neue Kontakte suche, auch so ganz klassisch am Recherchieren bin, wo finde ich eine Telefonnummer, wo finde ich eine E-Mail-Adresse, wo finde ich jemand, der jemand kennt, wo er Kontakt herstellen kann, also so klassisches Networking. Weil halt so auf Plattformen wie Facebook und Twitter und so ist halt oft so dieses Preaching to the Converted. Also das sind eigentlich die da, die ohnehin schon in die gleiche Richtung denken, ne? Wo vielleicht dieses Attribut der Filterblase zutrifft. Gerade wenn man jetzt so Themen wie New Work und so erwähnt, da hast du halt immer diese ganzen Ringe, die sich immer wieder selber bestätigen, dass das ganz wichtig ist und sich die Kultur ganz schnell ändern muss und sonst geht das Abendland unter und so weiter. Und du hast halt einfach andere, die sagen, ja, das ist vor 100 Jahren auch schon nicht untergegangen und wird auch in 100 Jahren nicht untergehen. Und das ist, finde ich, auch wichtig, einfach so aus den eigenen Blasen da mal rauszugehen und einfach auch mit Leuten zu sprechen, die anders denken und die das anders sehen und die bis heute vielleicht noch keinen Twitter-Account haben und da gute Gründe dafür. Deswegen so im WOL-Kontext finde ich fast, auf Twitter ist es fast selbstverständlich mittlerweile, also da gibt es auch keinen, natürlich, wenn man auf eine Konferenz geht und dort Folien zeigt, stellt man die auf Slideshare und postet den Link da und so weiter. Aber jetzt im Sinne von Contribution, also wenn mich jemand jetzt fragt auf einer Konferenz oder so, ob er die Folien haben kann, der ist dann oft total happy, wenn ich ihm per E-Mail den Link auf Slideshare schicke, wo ich mir dann denke, ja, natürlich steht er auf Slideshare, aber das sind einfach Leute, die da gar nicht dran denken, dass irgendjemand außer dem Veranstalter hinter irgendeinem Login die Folien bereitstellen könnte. Ne? Manchmal schickt man ihm dann noch den Videomitschnitt mit und dann sind die total verblüfft. Und dann denkt man immer selber so, ne, eigentlich macht man es seit 10 Jahren so, aber irgendwie für andere Zielgruppen ist das halt noch völlig, völlig neu. Und deswegen finde ich finde mich ganz oft in so ganz klassischen Telefonaten, E-Mailings und so wieder, die eigentlich nicht auf Facebook und Twitter dann stattfinden. Also was interessant ist, ich habe ja eben gesagt, das ist ein bisschen unverbindlicher und indirekter, aber klar, es ist natürlich auch vom Empfinden her letztendlich weniger gewichtig. Also wenn ich jemanden anrufe, dann ist das natürlich schon eine hohe Gewichtigkeit, was letztendlich oder Wertschätzung, dass ich ihm die Zeit einräume, exklusiv jetzt mit ihm zu kommunizieren und den Weg zu ihm zu suchen. Ja, das ist natürlich dann etwas anderes, als wenn ich per Ad-Symbol getaggt in Social Web oder sonst was letztendlich da in die Breite gehe. Ich fände aber mal interessant an der Stelle, würdet ihr euch denn gestört fühlen, wenn man anruft? Also ich bin zum Beispiel jemand, der sehr schnell, also ich bin einfach eine Frau des Wortes im Sinne von, ich rede einfach viel schneller und mag das auch lieber. Stört, also ich weiß nicht, ich hab euch ja auch alle, na gut, mit euch, mit Simon und Winfried, euch habe ich ja damals angesprochen oder dass ich euch anrufe, aber Karl-Heinz, ich habe ja einfach so angerufen auch. Sofort. Also mit dem Telefon, es ist schon so, erstens mein Telefon klingelt relativ wenig. Das war früher anders. Und ich selber überlege auch, kann ich es irgendwie vermeiden zu telefonieren? Also Telefon ist ja, ich störe ihn direkt, denjenigen. Ne? Ja, das stimmt. Und eine E-Mail ist schon ganz anders, die kann er lesen, wann er will. Und soziale Medien sind noch anders. Da ist so das Angebot da, wenn er drauf einsteigt, okay, wenn nicht, ist auch gut. Also von daher verlagert sich ganz viel mehr auf diese asynchronen Möglichkeiten. Und ich finde sie eigentlich auch gut, weil jeder hat ja im Moment irgendwas zu tun. Warum sollte ich es wagen, ihn zu stören? Das ist so meine Idee dabei. Wobei, jetzt ist es nicht so, dass mich jeder Anruf stört. Manche Anrufe freuen einen ja auch. Ne? Also es ist ja auch schön, wenn man von jemandem angerufen hat. Also dein Anruf heute Morgen hat überhaupt nicht gestört, sondern haben sie im Gegenteil, ich fand es ganz gut, dass wir mal beide miteinander am Telefon sprechen. Ne? Das fand ich gar nicht so. Also es ist schwer abzuwägen. Also eine generelle Aussage, bei fremden Leuten bin ich zurückhaltend mit Telefonieren.
Wenn es nicht anders geht, ja, dann versuche ich es auch zu telefonieren. Aber also ich bin ja immer hinterher, weitere Teilnehmer zum Beispiel bei meiner Corporate Learning Communities zu finden. Und da die leider nicht auf sozialen Medien sind, eine Mail hat auch keinen Sinn, bleibt mir gar nichts weiter übrig, so eine Art Kaltakquise zu machen. Also Leute in Firmen anzurufen, von denen ich weiß, der macht da Weiterbildung, und ihnen schmackhaft zu machen, hey, wir haben eine Community und mach doch einfach mal mit. Das mache ich auch am Telefon, ohne dass derjenige weiß, wer ich bin. Ne? Also das funktioniert auch, aber das mache ich immer nur, wenn es gar keinen anderen Weg mehr gibt, ne? Weil man sonst an solche Leute gar nicht rankommt. Wobei ich dieses Thema, wenn ich noch mal ganz kurz was sagen kann, das Thema mal total spannend finde, ob das jetzt mehr Männer oder Frauen betrifft. Also meine Erfahrung ist, ich akquiriere, wenn ich akquiriere, wenn ich das überhaupt mache, dann rufe ich eher an. Oder wenn ich einen Kontakt mache, ich akquiriere in dem Maße nicht. Und dann merke ich immer, dass gerade die, wo man so frech, ich sag dann auch, weiß jetzt nicht, ob es passt oder so, wo man plötzlich reinrutscht, ich mache das natürlich zu bestimmten Zeiten, nicht gerade Montagmorgen und auch nicht Freitagnachmittag oder so, dann, wenn es dann passt, dann sind das meistens super Kontakte, tolle Gespräche, vor allem die dann auch spontan wirklich meine Wertschätzung, meine Freude, meinen Dank, den ich dann per Mail hinterher schicke. Also ganz ehrlich gemeint ist, weil es meistens einfach cool ist. Also die haben sich spontan Zeit genommen und dann hat man natürlich ein Thema, worüber man sich unterhält. Weil Aber das es wäre ja ist, spannend, ob es Frauen oder Männer, ob es da Vorlieben gibt. also ich finde das die Frage der Wertigkeit. Also wenn ich angerufen werde von dir oder von anderen und wenn ich von dir angerufen werde, ist es immer wertig, ne? Und ich sage danach, das waren jetzt wirklich die 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten meines Lebens, bin ich froh, dass wir im Dialog gewesen sind. Dann sage ich, bin ich heilfroh auch über ein Telefonat. Sonst bin ich tatsächlich auch wie der Karl-Heinz so, dass ich tatsächlich auch meine Telefonfrequenz reduziert habe. Und manchmal dann, also gerade bei uns ist es so, manche rufen gar nicht mich direkt an, sondern die landen dann bei uns im Büro und dann stürzt jemand zu mir und sagt, ich muss jemand ganz dringend sprechen. Und dann sage ich, Leute, wenn mich jemand ganz dringend sprechen möchte, ist zu 90% Spam. Ja? Also da bin ich dann gar nicht so froh, wenn ich dann letztendlich angerufen werde. Aber das hängt von der Wertigkeit ab. Also das heißt, der Kanal ist auch ein bisschen mit der Message verbunden. Ein tiefes Gespräch, das kannst du ganz schlecht über den Chat machen. Und dann möchte ich auch meine Aufmerksamkeit konzentrieren. Wenn mich aber jemand anruft und ich weiß, am Schluss hat er mir eigentlich mehr Zeit gestohlen, als dass das eine Wertschätzung war, dann sage ich, das hätte er dann lieber auch per Mail oder in einem anderen Kanal machen sollen. Ich kann mal eine Story noch teilen. Den ersten Podcast, den ich gemacht habe, habe ich mit dem Professor Capuro gemacht. Das ist ein Philosoph. Und der hat mich auf das Konzept der Hermeneutik gebracht. Hermeneutik ist quasi so die Idee, wenn du verstehen willst, was für ein Text, also was jemand meint mit einem Text, den er schreibt, dann musst du dich eigentlich mit seinem Kontext beschäftigen. Also du musst wissen, zu welcher Zeit hat er gelebt und in welchen Umständen und was hat ihn veranlasst, diesen Text zu schreiben. Und als ich den Begriff gehört habe, habe ich es mir mal zur Angewohnheit gemacht, dass wenn ich irgendwie Bücher in die Hand bekommen habe, die mich irgendwie berührt haben, die irgendwie wichtig für mich waren, dass ich einfach versucht habe, mit den Leuten zu sprechen, egal jetzt ob Skype oder Telefon, später dann eben auch Podcast. Und das war ziemlich spannend, weil da halt oft so Namen dabei waren, wo man meinte, irgendwie, was weiß ich, auch aus dem internationalen Kontext, die kriegt man schon hier auf Konferenzen gar nicht zu sehen. So, die haben so dieses Gefühl der Unnahbarkeit. Und oft hatten die aber auf ihrer Webseite irgendwie eine Telefonnummer, wenn es in Universitäten war oder ein Skype-Account oder irgendwas. Und wenn man die dann eben mal angefunkt hat und gesagt hat, man hat jetzt da gerade das Buch gelesen und in dem Kapitel ist mir das und das aufgefallen, warum haben sie das so geschrieben, warum ist der Aspekt da nicht drin, dann war fast ausschließlich, war da immer total positive Reaktion, weil oft so Leute halt auch, für die sind dann so Bücher oder Texte halt so eine Blackbox, ne? Die veröffentlicht man mal und verkauft, die stehen irgendwo im Bücherregal, aber die haben eigentlich außer so ihrer Filterblase wiederum ganz wenig Feedback dazu oder Leute, die dann sagen, oh, das war toll, das hat mir super gefallen. Und da habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass man da nie abtropft, ganz im Gegenteil, sondern dass dann, wenn man zum Beispiel vorschlägt, lass uns da mal einen Podcast dazu machen oder mal drüber sprechen oder nochmal vertiefen, dass die sich auf einmal Zeit nehmen oder gar ihren Kalender ausräumen, um irgendein Gespräch möglich zu machen.
Und ich glaube, das ist halt genau der Unterschied, ob da so dann echtes Interesse durchgeführt wird oder ob es eben Spam ist, ob es dieses, ich glaube, Menschen haben halt mittlerweile sehr feine Antennen dafür, ob jetzt jemand vernetzt und ein bisschen plauscht, um dann halt doch irgendwie so einen Werbeflyer rüberzuschieben, wie auch immer der aussieht, oder ob es halt echtes Interesse am Thema ist. Und du beschreibst ja eben, du hast ja eine intensive Vorarbeit dazu gemacht, du hast offensichtlich sein Buch gelesen und du willst jetzt mit ihm darüber reden, und das ehrt einen ja schon, wenn sich jemand so intensiv mit mir auseinandergesetzt hat und dann das auch noch weiter verbreiten will, ne? Also insofern, das ist die höchste Form von Wertschätzung, dieses Feedback geben und gleichzeitig noch hinterfragen, ne? Ja, und ist für mich halt auch so der, sagen wir mal, der Kern der Working Out Loud Idee, zu sagen, wenn ich nicht irgendein Ziel hätte, was mich dieses Buch hat lesen lassen, dann hätte ich mich gar nicht mit dem Buch beschäftigt. Und sozusagen mit demjenigen zu sprechen und zu sagen, hier, ich habe dein Buch gelesen und das war toll, das hat mir gut gefallen und hier habe ich noch eine Frage, ist quasi eigentlich genauso die erste Contribution, ist so dieses erste, da hat sich jetzt jemand die Mühe gemacht, irgendwie Gedanken zwischen zwei Deckel toter Baum zu pressen, und jetzt kommt da jemand und sagt, ich habe es gelesen und fand es gut. Ja. Was sicher nochmal was anderes ist, als 5 Sterne auf Amazon abzugeben. Ja. Ja, und Simon, du hast das Entscheidende gesagt, euch verbindet ein Thema und du kannst dich mit jedem unterhalten, wenn das Thema switcht. Und dadurch ist es eben auch, das haben wir ja auch, wir hatten ja mal, beim letzten Mal habe ich ja mal erzählt, wie Jobsuche auch funktioniert, dass man sich mit den Leuten verbindet, wo die gleiche Thematik da ist und wo das gleiche Tun, was man selber machen will, dass man darüber in Kontakt kommt. Also ich sage immer, man kann sich mit jedem Idioten auch unterhalten, wenn man sich für Fußball interessiert, jetzt nicht um die Fußballleute runterzuschieben, aber immer wenn das Thema stimmt, dann geht das mit jedem. Ja? Genau, ja, richtig. Ich muss nochmal zu unserem Thema zurückkommen. Ich glaube, John Stepper meinte ein bisschen was anderes, indem er sagt, es gibt ja Menschen, denen wir was Gutes tun wollen. Also nicht Leute, die ein Buch geschrieben haben, jetzt im Sinne von, ich gebe dir ein Feedback, sondern ich habe ein Buch gelesen und empfehle das einer Person, von der ich meine, die könnte damit gut umgehen oder das könnte dir helfen. Also das war jetzt so die Aufgabe hier, Argumente zu finden oder Formulierungen zu finden, wie man andere überzeugt von Dingen, von denen man meint, das könnte ihm helfen. Ich fand aber den Hinweis von Simon trotzdem ganz wichtig, weil es ja nicht nur einfach so Feedback geben, sondern manchmal ist der, also eine dritte Quelle anzugeben als etwas Hilfreiches, das halte ich auch für sehr wertvoll. Aber bei mir zum Beispiel, wenn ich so jetzt assoziiere, dann waren so Fälle, wo ich eigentlich auch nicht gedacht habe, dass es so einfach ist oder es am Anfang nicht einfach war. Zum Beispiel wollte mal Hans Küng, der war so der Mitstreiter vom Ratzinger, und den Heribert Meffert, unser Erstkontakt. Und da war es auch so, nicht nur, dass ich das Buch gelesen hatte, sondern ich hatte dann anschließend Fragen zu dem Buch gestellt, also gar nicht Feedback gegeben, sondern letztendlich offene Fragen. Und da habe ich dann auch explizites Feedback bekommen. Der Heribert Meffert hat gesagt, wer diese Fragen gestellt hat, mit dem wollte er sich austauschen. Ja. Und also insofern sage ich, wenn man sich sogar mit der Person beschäftigt, glaube ich, ist das eine besonders intensive Kommunikation. Vielleicht sogar intensiver, als wenn man über ein Drittwerk dann spricht und da den Nutzen letztendlich erkennt. Ja. Also nur deswegen, ich finde John Stepper total sympathisch. Ich finde Working Out Loud auch gut. Aber ich sage immer, man darf auch Methoden und Vorgehensweisen nicht zu sehr ideologisieren. Also insofern, auch wenn jetzt da drin steht, man soll anpreisen, wie jetzt ein Werk zu nutzen ist. Ich glaube, ganz oft ist dieses empathische Verstehen des anderen und wirklich andocken an seine ganz Spezifität. Und wer wie Simon dann ein Buch gelesen hat und dann da andockt, das glaube ich, das zeigt ja, wie viel Zeit man da rein investiert hat. Und das glaube ich, kann man schwer dann toppen durch was anderes. Ja, okay. Also ich könnte mal, das habe ich jetzt gerade nicht griffbereit, aber ich habe, ist auch wieder Kontext Podcasting. Beim Podcasting ist es ja so, man macht mit irgendjemandem ein Gespräch und dann schneidet man das hinterher und irgendwann später stellt man das dann bereit. Und ganz oft ist es so, dass der Gesprächspartner eigentlich gar nicht mitbekommt, wenn der eigentliche Podcast dann veröffentlicht worden ist.
So, und dann nimmt man sich natürlich ganz oft vor, wenn dann das veröffentlicht ist, dann schreibt man auf jeden Fall demjenigen eine personalisierte E-Mail und bedankt sich nochmal, dass er sich die Zeit genommen hat und so. Blöderweise, wenn ich mal so auf meine Podcast-Episoden gucke, fällt es in mindestens 60% der Zeit aus Gründen. Und da ist jetzt letzte Woche von diesem Podlove Publisher, also dem Podcast-System, was ich verwende, ist ein Update rausgekommen und das hat die Möglichkeit, dass man, wenn man zu der Episode sogenannte Kontributoren anlegt, also Leute, die da mitgewirkt haben, einfach bei denen eine E-Mail hinterlegt, die wird dann nicht veröffentlicht, sondern ist nur im System gespeichert. Und sobald die Episode online geht, bekommen die eine E-Mail, die kann man personalisieren. Die geht quasi raus, sobald die Episode online ist. Und dafür habe ich jetzt mal diese drei Punkte aus den Circle Guides, Seite 4, also dieses Anerkennung, zeige, dass du dem Empfänger Aufmerksamkeit schenkst, Personalisierung, erwähne, warum du genau an diese Person gedacht hast und Wert, beschreibe den möglichen Vorteil für die Person, so als Leitschnur genommen, um das Template für diese E-Mail zu formulieren. Und das war ganz schön schwierig, da bin ich ja, glaube ich, noch nicht ganz fertig, weil man da so ganz verschiedene Situationen hat. Also zum Beispiel den Aspekt, siezt man die Person oder duzt man die Person? Ja, weil das wiederum dieses Template nicht abfangen kann. Das heißt, man muss eine E-Mail schreiben, die für beides irgendwie passt. Ja, und man kann auch nicht auf den Inhalt der einzelnen Episode eingehen, weil das sozusagen, dann müsste ich wieder irgendwo Hand anlegen. Aber so diese Grundlogik, diese drei Punkte, genau nach den drei Punkten habe ich quasi dieses Template mal aufgebaut und der nächste Podcast, der rausgeht, ist auch einer, das ist von so einem Buchprojekt, da haben 19 Autoren mitgeschrieben. Das heißt, die 19 Autoren, die haben dann bei der Buchvorstellung quasi so über ihr Kapitel kurz besprochen, die werden dann als Kontributoren in dem Podcast markiert und sobald er rausgeht, geht dann diese E-Mail an diese 19 Leute, inklusive dem Herausgeber. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert, einfach im Unterschied zu anderen Episoden, wo das nicht so war. Mhm. Gute Idee. Du redest von Template und nicht von automatisierter Mail, die mit Standardtext immer rausgeht, oder? Ja doch, man fasst die nicht mehr an. Also man legt da einmal den Schalter um und dann geht es sozusagen bei jeder Episode zu allen Kontributoren, wo eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, automatisiert raus, sobald ich auf Veröffentlichung drücke. Aber für jeden Podcast hast du einen anderen Text geschrieben, der dann. Nein. Das ist genau der Punkt. Das muss für Sie und Du passen, für alle Themen, für Einzelpodcasts, das muss unabhängig davon sein. Ja, weil sonst bin ich am Ende wieder da, dass ich sage, wie so oft, man nimmt sich vor, das mit der Hand zu schreiben, aber gerade in solchen Fällen, wie gesagt, ist meine Erfahrung, dann passiert es eben nicht. Also meine Hypothese wäre jetzt, es geht mit einem standardisierten Text raus, ist besser als es geht gar nicht raus. Genau, das wollte ich für denjenigen auch wertschätzender, ne? Weil er hat sich ja die Zeit genommen und so gar nichts zu hören ist doof. Oft trifft man dann auch mal jemanden und sagt, der Mensch, wann kommt endlich die Episode raus? Und dann wird man so leicht rot und sagt, oh, die ist ja vor 3 Monaten schon erschienen. Und derjenige hat es gar nicht mitgekriegt. Also klar, aber das ist könnte man sich natürlich vorstellen, da poppt irgendwas auf und man kann das dann nochmal customizen, sozusagen, die Nachricht. Aber das ist so ein bisschen wie wenn jemand halt viele, viele Facebook-Kontakte oder Xing-Kontakte oder LinkedIn-Kontakte hat und du kriegst jeden Tag so eine lange Liste mit Leuten, die heute Geburtstag haben. Und wo du dann auch, sagen wir mal, nur bei einem Teil was Personalisiertes schreibst und beim Teil gar nichts machst und beim Teil einfach auf den automatisch Gratulieren-Button drückst. Also ich habe so den Eindruck, wir müssen in Zeiten von immer mehr Bots natürlich aufpassen, dass wir nicht auch noch zum Bot werden und Dinge veröffentlichen, wo die anderen von vornherein schon sagen, nee, ist ja ohnehin bloß ein Standardtext. Ne? Also irgendwie, wenn man es merkt, ist es dumm. Ja, wir müssen so langsam zum Schluss kommen. In der nächsten Woche treffen wir uns ja wieder. Nächste Woche ist wieder Montag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ne? Wie bisher immer. Mhm. Und gleiche Zeit. Und so vielleicht nochmal kurz so, was nehmt ihr euch für diese Woche vor, damit ihr am Montag wieder gut vorbereitet seid? Antje, fangen wir mit dir an. Ja, ich lege jetzt los.
Ich habe ja die ganze Zeit keine, also ich hatte ja keine Zeit. Ihr wisst ja, Hundebabys sind alle versorgt, alle sind glücklich. Hier ist wieder Ordnung, Garten ist wieder gerichtet, Haus renoviert. Ich lege jetzt mal richtig los. Ich werde jetzt nächste Woche mich intensiv damit beschäftigen. Okay. Simon? Ja, in der nächsten Woche geht es ja darum, persönliche Verbindungen herzustellen. Also ich werde jetzt schauen, dass im Laufe der Woche diese LernOS-Geschichte auf der Webseite mal so weit rund ist und mir überlegen anhand der Kontributorenliste, was denn da jeweils die persönlichen Bezüge sind. Also mit was könnte ich die Leute anschreiben, neugierig machen, ihnen einen Wert für das liefern, was ich glaube, dass sie aktuell tun und damit anstellen können. Mhm. Winfried? Genau, also ich arbeite auch einfach die letzten drei WOLs nach, wie die Antje. Ich rufe dich an! Nee, und ich habe da jetzt auch so einen Artikel geschrieben, wo ich mir mal ein paar Gedanken zugemacht habe. Und ich habe mir überlegt, also mit den Kontakten, die ich da ganz spannend finde, dass ich vielleicht darüber nachdenke, wie man das gar nicht in unserem Kontext tut, sondern letztendlich in deren Kontext. Also letztendlich mit denen überlegen, wie sie ihren Thema at scale gebracht bekommen und wie wir das dann alles unterstützen können. Ja, das ist dann, zahlt dann nicht auf die eigene Sache ein, aber das ist vielleicht dann auch besser, wenn man über Dinge nachdenkt, die einen dann selber betreffen und sich dann da letztendlich ein bisschen altruistisch einzubringen, aber letztendlich als Plattform, um dann letztendlich gemeinsam daran zu lernen. Also das heißt, die Kontakte, die ich in dieser Liste schon seit 3, 4 oder 5 WOLs stehen habe, die werde ich jetzt dann auch tatsächlich kommunikativ erschließen. So Gott will. Und ich nicht nächste Woche einen Grund habe, warum ich es noch nicht getan habe. Aber okay, ich habe mir so angeregt von dem letzten gemeinsamen Zirkel auch wirklich in den Kalender jetzt bis zum Ende des Zirkels dreimal in der Woche morgens 20 Minuten reserviert, um für den Zirkel zu arbeiten. Und ich will bis zum nächsten Mal mein Konzept fertig haben, so wen ich alles anspreche und wen ich direkt anspreche und welche Influencer ich verwenden könnte, um meine Idee mit den 200 Learning Professionals auf sozialen Medien hinzukriegen. Ja, dann schönen Dank wieder für euer Mitmachen. Die Stunde ist wieder rum. Viel Erfolg in dieser Woche und all diejenigen, die nicht bloß Working Out Loud mithören wollen, der Corporate Learning 2025 MOOCathon ist heute wieder neu gestartet, nachdem wir eine Woche Pfingstpause hatten. Und das Thema ist im Moment das 70-20-10 Modell fürs Lernen. Also sehr spannend hat es angefangen und unsere Kollegen, die das jetzt gestalten, sind von DNVGL aus Norwegen, aus Oslo, werden wir jetzt in dieser Woche betreut. Nächste Live-Session ist, glaube ich, am Freitag. Am Mittwoch ist nichts die Woche, ne? Nee, Mittwoch nichts, aber Freitag um 13 Uhr ist wieder der Wochenabschluss Live-Session im Corporate Learning 2025 MOOCathon. Schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und schönen Dank fürs Mitmachen euch. Bis Montag. Bis Montag.